Ja, Daniel, nach dem abschließenden Test hier im Trainingslager gegen den belgischen Zweitligisten Royal Union Saint-Gilloise, ich freue mich immer, diesen Namen auszusprechen, 2:2 nach 90 Minuten, es war ja schon ein hartes Spiel, kann man sagen. Mit welchem Fazit gehst du erstmal aus dem Spiel? Ja, was die Härte betrifft, stimme ich dir zu. Es war aber auch zu erwarten. Wir hatten sie ja auch als letzten Testgegner in der vergangenen Saison. Da hat man schon gesehen, eine physisch sehr, sehr starke Mannschaft, sehr athletisch. Das ist etwas, was für uns sicherlich als Herausforderung nach dieser intensiven Woche irgendwo dann auch oder sich nochmal so darstellte. Und ja, das Fazit des Spiels ist einfach, dass wir gesehen haben, dass wir dagegenhalten können, dass wir sehr, sehr wenig zulassen. Aber auch gesehen, dass es so Momente sind, die uns in der zweiten Liga erwarten. Also individuelle Qualität, so wie beim ersten Tor, wenn einer außen mit Tempo im Übersteiger geht, in die Box kommt, Abschluss hat, der zweite Ball dann da liegt. Eiskalt, erste Situation von denen, wo sie treffen. Und genauso war es ja auch beim 2-1, der zum Elfmeter führte. Ein überragender Ball über 40 Meter tief, den nimmt er sensationell in Etage 3 an und dann leider Elfmeter. Also das ist was, zwei Situationen, die dann eher für die Qualität des Gegners sprechen in dem Moment. Aber mehr hatten sie auch nicht. Also wir haben ein gutes Block verschieben, wir haben wenig Räume dem Gegner gegeben. Im Spiel mit dem Ball war unsere Qualität dann vielleicht etwas geringer als beim Gegner, weil wir einfache Ballverluste hatten, also mehr so unforced errors, dass sie halt ihre Chancen dadurch bekommen haben und weniger über ihre eigene Qualität. Und da lag auch ein bisschen was. Ich glaube, wir waren sehr spielbestimmt über weite Strecken der Partie, hatten unsere Torchancen, aber dann vielleicht auch nicht so mit der Qualität im Einzelnen. Mark Heider hat einen guten Liegen gehabt, wo er nur drauf schießt oder drauf ballert. Da müssen wir die einfachen Momente vielleicht dann auch sauberer zu Ende spielen. Lässt sich dieser Gegner und auch vielleicht ein bisschen die Art des Gegners auch vergleichen mit deutschen Zweitligisten? Also kann man, sagen wir mal, aus diesem Spiel schon Ableitungen ziehen für den Saisonauftakt? Ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also wenn man unsauber ist, wenn man einfache Bälle verliert, weil man sehr viel Aufwand vorher betrieben hat, um diesen Ball zu bekommen, dann kann sowas schnell wehtun. Wenn dann so ein schneller Ball nach vorne gespielt wird, dann ist ja unabhängig, ob man Bielefeld ist und ein Klos den Ball am Fuß hat oder in Hannover dann Duxch. Also das sind so Augenblicke, in die dürfen wir nicht reinkommen, weil dann vollenden diese Jungs und dann liegt man relativ schnell zurück. Und da müssen wir aufpassen und selber halt diese Momente nutzen. Also es ist schon sehr nah an dem, was uns, glaube ich, in der zweiten Liga erwarten wird. Zum Trainingslager an sich. 5 Tage sind jetzt absolviert. Morgen noch am Samstag ein halber Tag. Dann geht es wieder für euch auf den Weg zurück nach Osnabrück. Dein Fazit des Trainingslagers allgemein, sportlich und auch zwischenmenschlich. Denn letztes Jahr hat die Mannschaft ja auch eine große Geschlossenheit ausgezeichnet. Inwieweit hat das Trainingslager euch also sportlich weitergebracht und auch im zwischenmenschlichen Bereich? Wie weit seid ihr zusammengewachsen? Ja, die Momentaufnahme ist vielleicht dann schwieriger zu bewerten als die letzte Saison im Nachgang, wo natürlich vieles sich dann widerspiegelt im Erfolg und man sagt, die Mannschaft ist sehr homogen. Ich glaube, dass wir die Neuen relativ früh und gut eingebunden haben in unsere Mannschaft. Sie waren sehr offen, genauso wie die Spieler, die hier waren. Der Prozess war ganz gut bisher, auch in diesem kleinen Camp, was wir hatten. Und hier haben wir natürlich auch viel Zeit miteinander verbracht. Auf dem Platz ist auch vieles gewachsen, was so an Qualität auch vielleicht dann mit dem Ball da ist. Also eher das Positionsspiel, nicht vielleicht dann im Einzelnen. Das muss sicherlich dann noch wachsen. Da muss sie zusammenfinden, die Mannschaft. Aber dahinter verstecken wir uns ja nicht, dass wir sagen, dass wir jetzt noch ein paar Wochen brauchen. Das wäre Quatsch, wir müssen in 14 Tagen voll aktiv sein und auf dem Punkt da sein. Du gibst das Stichwort 14 Tage noch. Grundsätzlich aus deiner Sicht, was sind noch so die Hauptarbeitsschwerpunkte, die noch anziehen oder anstehen? Und auch mit welchem Gefühl blickst du voraus auf den Interwetten-Cup am nächsten Wochenende, wenn es dann gegen Werder Bremen und den ersten FC Köln geht? Eine Herausforderung wird es erstmal für uns sein, die richtigen Elf dann so rauszufiltern, weil alle machen sehr engagierten Eindruck. Alle wollen in dieser zweiten Liga am ersten Spieltag auf dem Platz stehen. Also da haben sie dann die Chance, noch bei dem Cup nächste Woche gegen Bremen und Köln zu zeigen, dass sie vielleicht auch näher dran sind an der ersten Liga oder dass sie auch in der zweiten Liga bestehen können. Wir haben noch so ein bisschen Ausfallzeit heute gehabt bei Niklas Schmidt, Bashi Aydini, die auch Anwärter auf eine Position in der ersten Elf sind. Wie gesagt, Mo Trapp fällt uns noch aus, unser Abwehrchef. Also das sind sowas, da müssen wir noch ein bisschen basteln. Aber da glauben wir, kriegen wir auch immer noch 11 auf dem Platz, die zumindest das Gefühl wieder allen geben, dass es sich lohnt, ins Stadion zu kommen, dass sie engagiert Fußball spielen. Und der Rest, den setzen wir dann auf. Und dann freuen wir uns auch nächste Woche auf diesen Cup erstmal, weil tolle Begegnung, wo wir noch mal ein bisschen probieren und sortieren können. Und dann gilt es, gegen Heidenheim dann wieder Gas unten rechts zu bedienen. Allerletzte Frage. Übermorgen ist es schon. Die VfL-Saisoneröffnung an der Bremer Brücke, das Fan- und Familienfest alljährlich. Gibt es da eine Vorfreude in der Mannschaft? Freut ihr euch drauf, die Fans auch wiederzusehen und mal am Stadion mal wieder vorbeizuschauen?
Ja, wir hatten es ja jetzt die letzten Wochen in den Testspielen, diese Nähe. Viele haben sich gefreut, uns wiederzusehen. Nochmal die Glückwünsche zu dem, was war letzte Saison, aber das muss auch jetzt gewesen sein. Aber wir haben ja auch die Bilder gesehen, was am Stadion los ist, was im Einkaufscenter in der Stadt los ist, wie die Kartennachfrage ist. Ich glaube, die Osnabrücker sind hungrig auf diese zweite Liga, auf dieses Team. Und wir freuen uns natürlich dann riesig auf die Saisoneröffnung wieder, die Nähe da auch zu haben, uns zu präsentieren, die Neuen zu präsentieren. Ja, und wir wissen ja, was aus so einer tollen Symbiose heraus erwachsen kann. Daniel, ich wünsche noch einen guten letzten halben Trainingstag und eine gute Rückreise nach Osnabrück. Danke. Danke.